Hallo, Servus und Habitere zu Scientology und Dianetik, Privat und Warum, Teil 19. Heute habe ich mir ein ganz interessantes Thema vorgenommen, und zwar Kommunikation. Ich kriege viele Anfragen oder Zuschriften über das Thema Kommunikation, über den Kommunikationskurs von Scientology. Und ich möchte ganz kurz einmal sagen, warum das wichtig ist oder für mich so wertvoll war, weil jeder Mensch kennt die Situation, dass man sich mal streitet oder dass man dann nicht mehr spricht miteinander, und es ist eigentlich sehr hinderlich oder mag keiner gerne. Und mit den Mitteln vom Kommunikationskurs kann man das vermeiden bzw. auch wieder in Ordnung bringen. Das heißt, wenn man Personen hat, mit denen man nicht mehr spricht oder die mit einem nicht mehr sprechen wollen, kann man das sehr einfach handhaben. Ich habe das zum Beispiel gehabt mit meinen Eltern, wie die Scheidung damals war, also die waren nicht gut auf mich zu sprechen. Hat dann längere Zeit gedauert. Ich habe dann den Kommunikationskurs absolviert und die Werkzeuge gleich angewendet. Und da ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wie kann ich mit Menschen sprechen, die zum Beispiel wütend sind oder wenn einer schüchtern ist oder Angst hat. Und zwar so, dass es für mich bequem ist. Also dass ich wirklich ich selber sein kann, ohne irgendwo eine Nervosität dabei oder einen Druck oder dass ich was zurückhalten muss oder möchte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich auch, wie ich Kommunikation lenken kann. Sie kennen das wahrscheinlich oder du kennst das wahrscheinlich. Du sprichst mit jemandem und das Thema langweilt dich oder interessiert dich nicht so. Du möchtest normalerweise über was anderes sprechen. Und da geht es sehr, sehr einfach, dass man auf ein anderes Thema einschlägt. Und diese Sachen sind wirklich sehr einfach. Man versucht es im normalen Leben eh schon. Bloß hat man das Problem vielleicht, man macht es meistens nicht bequem, also man schaut, dass man irgendwie durchkommt. Und das kann man also da sehr, sehr einfach machen. Und zum Schluss der allerwichtigste Punkt, sage ich mal, ist das einfach, das kennst du bestimmt auch, wenn du eine Person hast oder du bist auf dem Weg zum Bus oder zum Zug oder zum Einkaufen oder irgendwo hin und die spricht wer an, den wo du kennst oder auch nicht. Und der redet und redet und du möchtest oder du musst eigentlich weg zur Arbeit oder wo auch sonst hin und du möchtest aber nicht unhöflich sein und du verhättest dich dann da und dann wirst du schon ganz nervös und kriegst dann Zeitdruck. Und das kann man wirklich sehr, sehr gut gebrauchen, wenn man weiß, wie das vonstatten geht, dass man wirklich jede Kommunikation dann beenden kann, wenn man es selber will, ohne dass die andere Person dabei verstimmt ist oder sauer ist und ohne dass man selber weggeht und sagt, aha, das hätte ich nicht so machen sollen oder das kann man nicht so machen oder dass man ein ungutes Gefühl hat. Und das sind wirklich Werkzeuge fürs Leben, für mich gewesen, warum ich sehr, sehr erfolgreich auch bin, ob das im Geschäft ist, mit Geschäftspartnern oder auch mit den Mitmenschen oder besonders natürlich in der Familie oder in der Beziehung. Und ich würde das euch bloß empfehlen, den Kommunikationskurs kann man einfach im Internet nachschauen unter kommunikations-kurs.com. Da gibt es weitere Informationen oder im Primärbuchshop einfach das Kursheft über Kommunikation bestellen. Kostet nur 4 Euro. Genau, und einfach mal reinschauen und loslegen. So, das war's für heute schon wieder. Ich hoffe, das hat euch wieder gefallen und freut euch schon aufs nächste Mal. Ich habe für das nächste Mal wieder ein sehr heißes Thema vorbereitet und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder hören. Servus, pfiat dich und habe die Ehre.